Privatflugterminal Düsseldorf. Das ist Unternehmer Christoph Gröne, einer von Deutschlands Superreichen. Menschen, die viel zu sagen haben in diesem Land, aber meist schweigen. Gröne hat ein Millionenvermögen plus Firmenanteile. Alles selbst erarbeitet. Wenn Sie 215 Millionen haben, dann sagen wir mal so, schmeißen das Geld zum Fenster raus und dann kommt es zur Tür wieder rein. Sie kriegen es nicht kaputt, Sie kaufen Autos, das Auto kriegt Mehrwert. Sie kaufen Häuser, die Immobilien kriegen Mehrwert. Sie gehen in Gold, das Gold wird Mehrwert. Sie können es nicht durch Konsum zerstören, das Geld. Ein halbes Jahr lang hat sich Christoph Gröner filmen lassen. Mit ihm und vielen anderen schaut dieser Film auf Deutschland. Auf den ersten Blick ist es ein reiches und mächtiges Land, voller Chancen. Doch wenn man genau hinsieht, in kaum einem Industrieland ist der Reichtum so ungleich verteilt. Erfolg hängt oft von der Herkunft ab. Warum ist das so? Bedrohen die großen Unterschiede den Zusammenhalt? Um Antworten zu finden, führt dieser Film um die ganze Welt, zu einem Nobelpreisträger, zu den Besten ihres Fachs. Sie erforschen Ungleichheit. Die Welt steht heute am Scheideweg. Die Menschen spüren, dass ihnen die Kontrolle über ihre Länder gestohlen wird. Ungleichheit ist das drängendste soziale Problem unserer Zeit. Herzlich willkommen im Ungleichland. Kurz vor 8 Uhr am Morgen in Berlin. Guten Morgen, Herr Machals. Der Fahrer wartet schon. Er weiß, dass es schnell gehen muss, wenn der Chef kommt. Christoph Gröner, Sohn eines Lehrers, hat sich hochgearbeitet. Schuftet nicht selten 20 Stunden am Tag. Er ist das, was man einen Leistungsträger nennt. Ich lasse mich ja nicht fahren, weil ich ein fauler Sack bin oder weil ich denke, ich bin was Besseres, sondern das Gegenteil ist zu fahren. Ich fahre gerne und ich bin ein passionierter Autofahrer. Aber die Frage ist, wofür bezahlt mich mein Unternehmen? Dass ich am Lenkrad sitze oder dafür, dass ich arbeite? Gröner verdient sein Geld mit Immobilien. Kaum eine Firma in Deutschland baut so viel wie seine. Und auf dem Wohnungsmarkt kennen die Preise nur eine Richtung, steil nach oben. Gerade hat seine Firma ein ganz besonderes Haus gekauft. Der Steglitzer Kreisel soll einmal der höchste Wohnturm der Stadt werden. Christoph Gröner sucht immer die Herausforderung. Er will in weniger als 5 Minuten bis ganz nach oben laufen. Ein Wettkampf gegen sich selbst. 30 Etagen, 120 Meter, 600 Stufen. Ein Mitarbeiter stoppt die Zeit. Da. Also eine halbe Minute schneller als letztes Mal. Eigentlich war es perfekt. Die 2 Sekunden, die schaffe ich noch. Ja, ich kann mich noch erinnern, wie ich aus dem Augenwinkel zur Zeit meines Abiturs Boris Becker beim Wimbledon-Sieg beobachtet habe. Und dass ich mir damals gedacht habe, warte nur, ich zieh noch gleich. Zwischen 5.000 und 10.000 Euro wird man hier für einen Quadratmeter Wohnung zahlen müssen. Von hier oben blickt Gröner auf viele seiner Bauprojekte. Man kann eigentlich die Spur der letzten 20 Jahre hier in Berlin verfolgen. Fast 4.000 Wohnungen, weitere 3.000 sind im Bau. Wir haben hier mitgewirkt im Wohnungsbau. Christoph Gröners Firmenzentrale in Berlin. Jedes Unternehmen ist wie ein kleiner Staat. Oben der Chef, darunter die Mitarbeiter. 500 hat Gröners Unternehmen inzwischen. Mit guten Verträgen, sagt er. Steuererklärung 2015 kommt von Ihrem Bruder. Da wird mir wieder schlecht, was ich alles bezahlen muss. So. Eine der wichtigsten, Vorstandsassistentin Angelique Liese. Das können wir doch liegen lassen. Ja, genau, das reicht ein in der Folie.
Er ist jetzt noch in Düsseldorf, danach geht es noch weiter nach Zürich, dann ist er morgen wieder in Berlin und Freitag dann in Leipzig und dann geht es übers verlängerte Wochenende weg für ihn. Und wie sieht es mit dem Schlaf aus? Wenig. Man munkelt zwischen 4 und 6 Stunden. Ich denke auch nicht, dass es mehr wird, je nachdem, wie er dann halt einfach zu tun hat und unterwegs ist. Man sieht es an den E-Mail-Verläufen, zu welchen Zeiten die kommen. So eine Assistentin hat mindestens die gleiche Belastung, wie ich sie habe. Also der Chef ist so gut wie seine Assistentin. Merkt man die gar nicht so an? Ja, die ist noch, die macht den Job erst seit ein paar Monaten bei uns. Insofern ist die noch frisch. Allerdings hat sie auch die Konstitution, das zu machen. So. So, danke schön, auf Wiedersehen. Macht's gut, gell? Unten bewacht Mario Lauterbach die Tür. Er hat seit einem halben Jahr einen festen Vertrag als Wachmann. Ich bin seinerzeit 14 Jahre zur Schule gegangen. Ich spreche 2, 3 Sprachen, 2, 3 Fremdsprachen. Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich noch mal die Möglichkeit hätte und vielleicht auch die innere Initiative, Rechtsanwalt, Richter. Das ist etwas, was mich sehr interessiert. Mario Lauterbach verdient um die 2000 Euro brutto im Monat. Das reicht für ein bescheidenes Leben, aber mehr nicht. Sein Chef dagegen hat ein Millionenvermögen aufbauen können. Kann der Wachmann von dem, was er bei mir verdient, leben? Das ist die einzige Frage, die sich stellt. Und wenn es kann, dann habe ich als Unternehmer ordentlich gearbeitet. Und wenn ich Unternehmer bin, den Wachmann so anstellt, dass er von seinem Gehalt nicht leben kann, dann habe ich was falsch gemacht. Also Sie meinen, der Vergleich mit Ihnen ist Unsinn? Der ist Unsinn. Ich bin in 30 Jahren 3-mal nicht zur Arbeit erschienen wegen Krankheit. Fragen Sie mal meinen Wachmann, wie oft der wegen Krankheit nicht da ist. Wenn ich einen Bandscheibenvorfall habe, bin ich bei der Arbeit. Wenn ich 40 Grad Fieber habe, bin ich bei der Arbeit. Wenn meine Frau mit mir Krach macht und mich die Nacht nicht schlafen lässt, bin ich bei der Arbeit. Fragen Sie meinen Wachmann. Das zu vergleichen ist nicht gerecht und ist nicht richtig. Wird er sich jemals auch ein Haus mit Pool leisten können? Wird er nicht. Aber das will er gar nicht. Ich kenne ja meine Wachleute, ich kenne ja meine Hausmeister. Würden Sie gern mit Herrn Gröner tauschen? Da ich jetzt nicht spontan Ja sage, wäre die erste Antwort, wenn ich spontan antworten müsste, Nein. Und ich glaube, wenn ich länger darüber nachdenken würde, auch nicht. Was weniger an seiner Person liegt oder an dem, was er tut, sondern einfach an meiner Einstellung, dass ich ganz so viel Verantwortung nicht haben möchte. Hätten Sie gern ein Haus mit Pool? Ja, aber dann vielleicht nicht hier in Deutschland. Wo denn? In Griechenland. Während der eine vom Haus mit Pool nur träumt, kann sich der andere mehrere Immobilien leisten. Christoph Gröne hat in Berlin eine Villa, in Köln ein Penthouse mit Blick auf den Dom. Dafür aber auch nie Feierabend. Wie groß dürfen die Abstände zwischen denen in der Mitte und denen oben sein? Und wie groß sind sie überhaupt? Armut ist exakt erfasst. Über die Reichen aber gibt es kaum Daten. Ein staatliches Vermögensregister würde helfen, aber das gibt es nicht. Und so sucht ein Team des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung nach Antworten. Wenn man einmal versucht, die Vermögensverteilung in Deutschland relativ plastisch darzustellen, dann kann man das recht einfach in Form von einem DIN A4-Blatt. Und zwar kann man sich, wie in der Schule, kann man sich so ein Koordinatensystem hier vorstellen mit einer X-Achse und Y-Achse. Und mit der Y-Achse, die hier liegt, trage ich einfach die Höhe des Vermögens ab. Und zwar kann man hier auf diesem Blatt Papier problemlos 95% der Bevölkerung in Deutschland abtragen. Nämlich so ungefähr in der Form, dass ich hier unten anfange, meistens im Minusbereich. Nämlich ein Teil der Bevölkerung ist verschuldet oder sogar überschuldet. Dann kommt ein relativ weiter Bereich, wo Vermögen faktisch mehr oder weniger null sind. Und dann so langsam am äußeren Rand steigt das exponentiell nach oben hin an. 95% der Bevölkerung. Und die Frage ist natürlich, wie weit weg ist der reichste Mensch? Platz 1 der deutschen Reichenliste des Manager-Magazins belegt die Unternehmerfamilie Reimann. Ihr geschätztes Vermögen 33 Milliarden Euro. Wenn 95% der Deutschen auf ein DIN A4-Blatt passen, wären sie davon sagenhafte 6,6 Kilometer entfernt.
Jede Zeit hat ihre Goldadern. Früher wurden Autobauer reich, traditionsreiche Familien, denen die großen Handelshäuser gehörten. Jetzt sind es auch Immobilienentwickler. Christoph Gröners Aufstieg begann vor gut 20 Jahren hier in Leipzig. Er investierte, als die Preise ganz unten waren. Alles Ruin gewesen, alles Schrott. Alles, was Sie rechts und links sehen, ist von uns saniert, gebaut, vermietet. Inzwischen baut er, nach Firmenangaben, in der Stadt jede dritte neue Wohnung. Christoph Gröners Laufbahn ist ungewöhnlich. Er wurde nicht als Chef geboren, war früher selbst Bauhelfer. Schauen Sie mal, jeder zweite Stein ist hier ausgewechselt worden. Mit Sachverstand, mit Augenmaß, so dass am Schluss wieder ein Ganzes entsteht. Und da ist es sehr hilfreich, wenn Sie selber schon auf so einem Gerüst gestanden sind. Ich kann mauern, ich kann betonieren, ich kann Stahl verlegen, ich kann Wände verputzen, Fliesen legen, Fassaden anbringen. Das ist mein Lebensweg gewesen. Eben. Das Unternehmen hat angefangen mit dem Namen Christoph Gröner Bauhilfsdienste. Dann sind Facharbeiten daraus geworden. Dann ist Bauträgerei, Projektentwicklung heute das Unternehmen, das wir heute daraus geworden. Auch in diesem ehemaligen Industriestadtteil hat Gröner investiert. Da kommt Familie Klaus, Thomas, Katrin und die Kinder Gustav und Luise. Sie wohnen um die Ecke zur Miete. Ein Zimmer mehr wäre schön. Also es ist ein Stück Oase in einem bebauten Umfeld, muss man wirklich sagen. Klassische 9 Wohnungen und jeweils obendrauf gesetzt 2 Penthäuser, jeweils eine große, eine kleine. Ich würde Ihnen aber auch einen Bauwagen gleich mal anhand der ganzen Grundrisse zeigen. Also wir stehen jetzt ungefähr hier, wo die Frau steht, oder? Und nee, hier war nee, nee, nee. Ne? Da grenzt das Haus an die Häuser selber mindestens noch mal 20 Meter. Okay. Vielleicht noch kurz zu den Penthouse-Wohnungen. Da haben wir eine 4-Zimmer, 143 Quadratmeter Wohnung mit 60 Quadratmeter Dachterrasse. Ja, also ich glaube, wir müssen realistisch bleiben. Penthouse genau. Ist nicht das, was wir brauchen, was Nein. wir bezahlen können, denke ich, realistischerweise. Ich denke, so eine klassische Vierraumwohnung mit Balkon oder Gartenanteil, ich denke, das ist das, was wir brauchen, was wir suchen würden, was interessant ist. Dann sehen wir uns hier mal den Grundriss an. Hier weiter durch wäre praktisch noch ein eigener Trakt für die Eltern. Sandkasten, Spielplatz, die Ruhezone, ja. Ganz generell, Zielgruppe sind junge Familien oder wie stellen Sie sich vor? Ja, also, klassische junge Familie. Geben Sie uns mal irgendeine Größenordnung. Also interessant sind für mich, denke ich, auf jeden Fall die Vierraumwohnungen. Ne? Die ersten OG kosten, glaube ich, 3.450 Euro. 450.000 Euro würde die Vierzimmerwohnung kosten. Die Klaus sind eine typische Mittelschichtsfamilie. Beide haben gute Jobs. Lange war ein Zuhause, das einem selbst gehört, für Familien wie ihre der übliche Weg, um ein bisschen Vermögen aufzubauen. Also mit 30, glaube ich, hat das bei uns angefangen, dass wir in der Lage waren, überhaupt über Altersvorsorge nachzudenken, über Vermögensaufbau nachzudenken. Und na, jetzt bin ich fast 40 und da ist nicht so sehr viel passiert in Sachen Rücklagen. Bringt man überhaupt das Minimum an Eigenkapital auf, damit Banken überhaupt in der Lage sind, uns Darlehen zu geben? Das könnte ein Knackpunkt werden. 94% der Käufer kommen nicht aus Sachsen. Das zeigt, dass es aktuell eine Marktlage ist, wo der gemeine Sachse eben nicht mitspielen kann. Nicht nur Familie Klaus hat kaum Chancen auf Eigentum. Insgesamt gehören den reichsten 5% der Deutschen die Hälfte der Wohnungen und Häuser. Jeder Zweite besitzt keine Immobilie. Die Deutschen sind Mieter und müssen für das Wohnen immer mehr zahlen. So sind die Preise für eine 80 Quadratmeter große Wohnung in den letzten 10 Jahren gestiegen. Leipzig ist ein Extremfall. Nur 10% der Menschen hier besitzen selbst Immobilien. 60% aller Neubauten und 94% der sanierten Altbauten gingen an Käufer, die nicht aus Leipzig kommen. Sie wollen sich wohl die Schuhe nicht schmutzig machen, Herr Greichen. Sie Pingelfried.
Während Familie Klaus zögert, kaufen andere die Häuser wie am Fließband. Hat er wieder ein Schnäppchen gemacht, Herr Heck? Ja, hat er, absolut. Hat er wieder ein Schnäppchen gemacht. Wir haben hier immer Wiederholungstäter. Die kaufen ein Haus nach dem anderen. Das dritte oder? Das zweite ist das von ihm? Zweite volle und Wohnung vorher schon. Ich habe ihn schon zum Essen. Der war danach noch essen, habe ich schon gesagt. Heute nicht mehr unter 4,5, der hat es für 3 bekommen. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Natürlich ist es so, dass heute eine Zeit da ist und das ist für mein Unternehmen auch dringend notwendig gewesen, in der wir natürlich mit diesem Standort Geld verdienen können. Ja, und das ist nicht da, ich halte es jetzt nicht so für eine schlechte Sache. Der Immobilienmarkt zeigt die Symptome. Während die oben Gewinne machen, können sich die unten Wohnraum in der Stadt kaum mehr leisten. Aber wenn du hübsche Klamotten trägst, dann hässliche Fresse ist das. Dahinter steht eine grundsätzlichere Frage. Ist der Gewinn der einen der Verlust der anderen? Die typischen Käufer heute sind Vermögende, gut situierte Rentner, Erben, Investoren. Die anderen, wie Thomas Klaus und seine Kollegen, können nur zuschauen. Ehrlich, wenn ich mir angucke, was gebaut wird in Schleusig, ich brauche eine praktische Wohnung zum Wohnen. Und ich denke, es wird nicht zum Wohnen gebaut, es wird zum Investieren gebaut aktuell. Und das Spiel kann ich nicht mitspielen, das kann auch keiner von meinen Kollegen mitspielen. Und so entsteht wahrscheinlich auch Wohnraum, der gar nicht zu den Bedürfnissen passt, ne? Der Stadt, der Großteil der Bevölkerung. Beängstigend, ne? Weil viele auf der Strecke bleiben. Ne? Dass man jetzt wirklich in Leipzig viele Stadtteile findet, wo in einem die Hochpreisigen sind und in einem anderen dann diejenigen hinziehen mussten, die sich es einfach nicht mehr leisten können. Das ist ja schon eine scheiß Situation, denke ich. Wenn du sagst, du musst raus aus deiner Wohnung, warum auch immer, du willst gerne in dem Umfeld bleiben. Das geht halt nicht. Hier beklagen sie die Lage. In Berlin an der Rigaer Straße eskaliert der Konflikt. Zwischen denen, die Angst haben, zu den wirtschaftlichen Verlierern zu gehören, und dem Mann, dem sie vorwerfen, hier das Geschäft seines Lebens zu machen. Christoph Gröner fährt vor. Sein Sicherheitsmann weicht ihm nicht von der Seite. Wenn er hier ist, schützt ihn in der Regel die Polizei. So. Ich störe Ihre Mittagspause heute. Schönen guten Morgen oder einfach mal guten Tag. Hallo, grüße. Zu groß ist die Wut auf ihn. Immer wieder. Seine Gegner haben das erste Aufeinandertreffen gefilmt. Hier entsteht ein äußerst soziales Projekt. Ich frage nur in die Menge, ist das ein Dialog? War schönes Wetter. Ja. Da haben die mich ja zum ersten Mal erlebt. Das ist ja sozusagen die Urstunde des Feindbildes. Ein Unternehmer, der in der Lage ist, zu argumentieren und nicht klein beigibt. Glaubt ihr wirklich, wir bauen nicht mit eurem Haut ab, Haut ab, Haut ab? Glaubt ihr wirklich? Tut ihr wirklich das Glauben? Wie blöd seid ihr denn? Wie dumm seid ihr denn? Und das ist eben dieses Verblödete, muss ich wirklich auch sagen. Denken, das in der Gesellschaft vorherrscht, immer dieser direkte Bezug. Da hat einer Geld verdient und der ist vermögend geworden. Ja, und das hat er an anderen geklaut. An diesen Stellen wird eben einfach Politik gemacht. Auf Teufel komm raus, der vermietet hier für 12 Euro. Das kann sich kein Mensch leiden. Wir haben hier 35 Quadratmeter Wohnung, 40, 50 Quadratmeter Wohnung. Die kann sich jede Krankenschwester sogar bei 14 Euro einen Quadratmeter leisten. Wenn die nur gut genug ausgerichtet ist, tolles Licht hat oder sonst was, dann lebt die für ihr Leben gern lieber als da drüben 60 Quadratmeter für 8 Euro. Auch Gröner sieht das Problem. Er weiß, dass viele seiner Handwerker oder die Polizisten, die ihn schützen, nur schwer bezahlbare Wohnungen finden. Aber er sagt, seine Millionen Quadratmeter seien nicht die Ursache, sondern Teil der Lösung. Wie findet man das richtige Gleichgewicht zwischen der Belohnung von Leistung und dem Wunsch, alle teilhaben zu lassen? Welche Folgen hat Ungleichheit für die Gesellschaft? Eine wesentliche Erkenntnis unserer Forschung ist, Ungleichheit sorgt dafür, dass sich die Menschen voneinander entfernen. Sie zerrt am sozialen Gefüge, zerfranst es. Ungleichheit treibt uns auseinander.
sowohl räumlich als auch von unseren Erfahrungen her, psychologisch. There's nothing necessarily wrong with inequality. Ungleichheit ist nicht grundsätzlich schlecht. Natürlich haben Menschen unterschiedliche Begabungen. Sie sehen anders aus, haben nicht dieselben Eltern. Der Punkt, an dem ich mir als Soziologin Sorgen mache, ist, wenn Menschen Vermögen anhäufen. Und das bedeutet, dass sehr viel Geld von Generation zu Generation weitergereicht wird. Das zementiert die Ungleichheit in einer Gesellschaft und schränkt gleichzeitig die Chancen für den Rest der Bevölkerung ein. Christoph Gröner hat sich hochgearbeitet. Aber auch für ihn gibt es eine gläserne Decke. In die Welt der Dynastien kann man sich nicht einkaufen. In sie wird man hineingeboren. Christian Freiherr von Bechtolzheim kann seinen Stammbaum bis ins Jahr 1135 zurückverfolgen. Er ist ein Nachfahre der Fugger, einer der reichsten Familien des Mittelalters. Außerdem können Sie hier mit der Seilwinde einen Hirsch reinziehen. Wenn Sie einen Hirsch erlegt haben, der wiegt ja normal weit über 100 Kilo, da brauchen Sie mechanische Hilfe, um den hier ins Auto reinzukriegen. Und das schaut ja auch immer ein bisschen befremdlich aus, wenn Sie einen toten Hirsch in einem Auto hinten im Anhänger offen drin rumfahren durch die Gegend. Das finden Leute dann manchmal merkwürdig. Das Auto, das jeden Hirschen schleppt, ist ein alter österreichischer Militärwagen. Baron von Bechtolzheim durchfährt damit seinen Wald. 300 Hektar, irgendwo in der Mitte Deutschlands. Wo genau, soll unerwähnt bleiben. Das war seine Bedingung für die Dreharbeiten, der Diskretion wegen. Wald zu besitzen, ist einfach ein wunderbares Gefühl, weil man hier sozusagen die Verfügung darüber hat. Ich glaube, die Zeitverlegerin Gräfin Dönhoff hat mal gesagt, muss man immer alles, was man liebt, auch besitzen. Ich kann die Frage gut verstehen, philosophisch, aber wenn man sie von seinem natürlichen Instinkt her beantwortet, würde man am liebsten ja sagen. Also man möchte gerne Dinge, die man als schön empfindet, besitzen. Rums. Die große Ungleichheit, die es gibt, die will man ja auch volkswirtschaftlich und die lässt sich ja überhaupt nicht verhindern, wenn Sie unternehmerisch tätig sind und das geerbt haben und das ordentlich weiterführen. Und dann haben Sie natürlich mehr als jemand, der nur Angestellter ist. Finden Sie denn, dass es in Deutschland im Großen und Ganzen gerecht zugeht? Ja, im Großen und Ganzen auf jeden Fall. Eine gespürte, echte Ungerechtigkeit bei den meisten Leuten auf der Straße kann ich nicht nachempfinden. Am Main-Kai in Frankfurt arbeitet von Bechtolzheim während der Woche als Vorstand eines Family Offices. Diese exklusiven Büros sind heute das, was früher Privatbanken waren. Muss man vielleicht dazu sagen, eines der wenigen alten Frankfurter Patrizierhäuser, die den Zweiten Weltkrieg unzerstört überlebt haben. Alleine sowas, dieser Terrazzoboden, der alte, oder allein so ein Griff und das Geländer, das findet man in Frankfurt heute nicht so häufig. Hier in diesen Vitrinen sind noch Reste zu sehen von dem, was die patrizische Tafelkultur ausgemacht hat. Ein Family Office, müssen Sie sich so vorstellen, ist ein Büro, das sich um die Belange, um sämtliche finanzielle Belange einer Familie oder auch einer Einzelperson kümmert. Das variiert von, jetzt sage ich mal, 5 Millionen, 10 Millionen bis hin zu mehreren 100 Millionen. Um wen es sich handelt, bleibt geheim. Nicht einmal alle Mitarbeiter kennen die Namen der Kunden. Die Vermögenden kommen auf Empfehlung. Weil sie wissen, dass Baron von Bechtolzheim ihnen etwas bietet, was der Normalsparer bei keiner Bank mehr bekommt. Zinsen, Rendite.
Und dann erarbeitet man gemeinsam eine Vermögensstruktur, eine künftige. Und sagt, so und so viel möchte man in Immobilien anlegen. Und Immobilien gibt es also Wohnen und Gewerbe und vielleicht auch noch Logistik und Aktien, vielleicht 30%. Man macht vielleicht 10% Renten und 10% Cash. Und der Rest wird alternativ investiert in Private Equity, in Forstwirtschaft und so weiter. Wir helfen Familien, ihr Vermögen über Generationen zu erhalten. Das ist unser Anspruch. Es gibt in Deutschland die Legende der wirtschaftlichen Stunde Null. Alle, so heißt es, hätten nach den zwei Weltkriegen gemeinsam neu anfangen müssen. Wer reich werden wollte, musste sich hocharbeiten. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg hat ein ehemaliger Innenministeriumsregierungsrat ein Jahrbuch der Millionäre rausgegeben. In diesen Jahrbüchern der Millionäre findet man zahlreiche Namen, die einem sehr bekannt vorkommen. Wenn man sich diese reichen Listen anschaut, bekommt man schon den Eindruck, dass altes Geld eine sehr große Rolle spielt, um heute bei den ganz großen Vermögen dabei zu sein. Der Abstand zwischen denen, die nur Arbeit haben, und denen, die eben der Oberklasse angehören, hat sich gewaltig vergrößert. Wenn die Menschen wirklich verstünden, wie unglaublich unfair der Wettbewerb in der modernen Weltwirtschaft ist, würden sie sich wehren. Schichtende bei Thomas Klaus. Nach dem Besuch auf der Baustelle haben er und seine Frau das Angebot durchgerechnet. Im Moment lebt die Familie im Wesentlichen von seinem Einkommen. Seine Frau hat die Stunden reduziert, der Kinder wegen. Ich sehe Oma auch. Die Oma hat dich geholt? Ja. Die Oma hat dich geholt. Ja. Danke. Hat dich hochgehoben? Ja. Ja. Dein Papa, ja. Sobald die Kinder im Bett sind, wollen sie erzählen, ob es etwas wird mit dem Kauf der Wohnung inmitten der Stadt. Man lässt sich vor Ort dann schon erstmal ein bisschen begeistern und auch ein bisschen weit blenden von dem schönen Ansehen, von dem schönen Projekt. Und auch die Frage, an wen richtet sich das Projekt? An junge Familien, so wie Sie. Ne? Das ist einerseits schmeichelhaft, andererseits, wenn man dann den Preis hört und das sich zu Hause nochmal durch den Kopf gehen lässt, sind das natürlich Regionen, wo ich sage, die kann eine junge Familie wie wir eigentlich überhaupt nicht stemmen. Erbe nicht in Sicht, andere Geldquellen auch nicht in Sicht. Also wir müssen es uns schon monatlich erarbeiten. Und 450.000 Euro, ich weiß gar nicht, wie viel Jahreseinkommen das wären. Also man hat schon irgendwo die Angst, dass die Perspektive nach unten, in die untere Mittelschicht, ist, glaube ich, wesentlich näher als der Schritt nach oben in die höhere Mittelschicht. Und das geht, glaube ich, allen so. Ich habe das Glück, ich habe einen großen Arbeitgeber. Ich denke, ich habe da einen Jackpot hier in Leipzig. Aber das heißt ja nicht, dass wir Schritt halten können mit der Entwicklung auf dem Immobilienmarkt. Familie Klaus ist nicht arm. Aber sie gehört zu einer Gruppe, die in den letzten Jahren unter Druck geraten ist. Die Mittelschicht. Die Menschen, die kein Vermögen haben, sondern sich Wohlstand erarbeiten müssen. Tausende schrieben in den letzten Monaten online schon unter dem Hashtag Ungleichland zum Film, veröffentlichten zum Beispiel ihr Gehalt. Eine Industriekauffrau, Automobilbranche, 1.600 netto. Eine Sozialarbeiterin in der Reha-Klinik, 1.648 netto. Ein Bauingenieur, 1.970 netto. Ein Facharzt nach 12 Jahren Ausbildung, 2.768 netto. Mit einem Nettoeinkommen von 3.500 Euro gehört man als Single zu den oberen 10%. Besonders ungleich das Vermögen. Die Hälfte hat weniger als 17.000 Euro. Davon kann man sich leisten einen Golf, einfachste Ausstattung, oder Schuhe und Bekleidung für 1,6 Kinder von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr, oder 3,3 Quadratmeter einer Neubauwohnung in Frankfurt am Main. The
Der allergrößte Teil des Zuwachses an Einkommen ist den wenigen Menschen ganz oben auf der Einkommensskala zugute gekommen, dem oberen Prozent. Die Einkommen von Menschen aus der Mittelschicht und unterhalb der Mittelschicht sind nicht gestiegen, teilweise sogar gesunken. Eine breite Mittelschicht ist für eine friedliche und demokratische Gesellschaft unerlässlich. Die fortschreitende Polarisierung der Gesellschaft und die immer kleiner werdende Mittelschicht wird zu Problemen führen. Wir betreten hier Neuland. Und wir sollten uns fragen, ob eine erfolgreiche Gesellschaft wirklich funktionieren kann, wenn die Schichten so weit auseinanderdriften. Citizenship with lots of people who are rich, but also lots of people who are below the middle class level. The world is at a crossroads today. Die Welt steht heute am Scheideweg. Wenn es nicht gelingt, einen neuen sozialen Vertrag zu schließen, werden die, die verletzt worden sind, die vielen, vielen Menschen, die verletzt worden sind, rebellieren. Es gibt kaum Orte, wo alle aufeinandertreffen. Und selbst wenn, heißt das noch längst nicht, dass sich Arme, Reiche und die in der Mitte dort auch tatsächlich begegnen. Ja, ja, ja. Und wie spielen sie? Das ist taktisch geprägt. Ja? Christoph Gröner hat im Leipziger Stadion eine eigene Loge. Wir in der Loge sorgen dafür durch unsere hohen Beiträge, dass deren Karten günstiger bleiben. Also jeder trägt ja seinen Beitrag. Wenn der vielleicht für die Karte 20 Euro bezahlt, zahle ich gerade 2000 Euro für die Karte. Das ist doch eine gewisse Gerechtigkeit, oder? In Frankfurt, im Family Office, ist gerade der hauseigene Förster da. Also ich habe mal alle Zahlen mitgebracht. Und fangen wir mal mit Finnland an. Ja. Mit dem Geld der Vermögenden hat Christian von Bechtolsheim Wälder in Finnland, Neuseeland und Uruguay kaufen lassen. Wie wir aktuell stehen und was uns zugute kommt, man sieht hier die Stammholzpreise in Finnland, die Entwicklung des letzten Jahres. Wir sehen hier Fichte und Kiefer, ist ein enormer Anstieg gewesen seit 2016 und das spielt uns natürlich in die Karten. Naja, deutscher Wald ist einfach irrsinnig teuer. Also es gehen wenig Flächen um und wenn die Fläche umgeht, stürzen sich viele Menschen auch mit einem Liebhaberaspekt drauf. Das heißt, die Preise haben sich verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht in den letzten 10, 15 Jahren. Das liegt natürlich auch an den niedrigen Zinsen, die wir momentan haben. Die Leute suchen ja alles Mögliche. Wo kann man Geld anlegen? Wo kann man es sicher anlegen? Oder wo kann man es hochrentierlich anlegen? Das ist ja ein innerer Konflikt. Wenn wir kurz noch auf Uruguay eingehen, wie schaut es da von der Rendite im Verhältnis zu unseren Planungen aus? Wir liegen da ganz gut dabei. Das Uruguay ist ja unser konservativster Ansatz. Weil wir dann es ist ein neuer globaler Kapitalismus, der Finanzkapitalismus. Um herauszufinden, wie dieses System funktioniert, hat sich die Soziologin Brooke Harrington selbst zur Vermögensmanagerin ausbilden lassen. Es ist ein globaler Beruf und deshalb musste ich in 18 Länder reisen. Von den Cayman Islands zu den britischen Jungferninseln, zu den Cookinseln, mitten im Südpazifik, auf die Seychellen und nach Mauritius, nach New York, London und in die Schweiz. Einfach überall hin. Eine der wichtigsten Lektionen, die man während der Ausbildung zum Vermögensverwalter lernt, ist die Welt als eine Art rechtlich-finanzielles Einkaufszentrum zu sehen. Man geht zu den verschiedenen Staaten wie zu Läden in einem Einkaufszentrum und man sucht sich die Gesetze und Bedingungen aus, die am besten zu einem bestimmten Vermögenswert passen. Als Vermögensverwalter muss man also wissen, wo man die idealen rechtlichen Bedingungen findet, um das Beste mit der Kunstsammlung, der Yacht oder dem Familienbetrieb zu machen. Or the yacht or the family business. Im Entree des Family Offices formiert sich eine globale Investmentkette. Die Vermögenden vertrauen ihr Geld von Bechtolsheim an. Er investiert es unter anderem bei diesen Fondsmanagern. Die schicken es um die Welt, damit am Ende mehr abfällt als ein Sparbuchzins.
Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich fand ja, um das gleich mal zu Beginn zu sagen, mit der Performance, wie Sie sie bisher gebracht haben, sind wir wirklich zufrieden. Insgesamt, glaube ich, sind wir momentan bei 9,3% seit Jahresanfang. Das Geheimnis Ihres Fonds sei, die Geldanlage zu automatisieren, sagen Sie. Dafür haben Sie einen Algorithmus programmiert, der die wirtschaftliche Weltlage scannt und in Ampelsignale umrechnet. Bei Grün kauft der Computer viele Aktien. Springt das Signal auf Gelb oder Rot, weniger. Naja, aber sind jetzt. Hier verflacht die Kurve, sieht man ja, weil genau. Das Signal eben nicht dunkelgrün ist. Wir machen das Market Timing. Wir sind diejenigen, die dafür sorgen, dass ein Kunde in den Markt überhaupt wieder einsteigen kann. Denn wir sind emotionslos gesteuert. Wir haben keine Emotionen. Unser gesamtes Setup, unser gesamter Algorithmus ist rein quantitativ. Also normale geopolitische Verwerfungen wie in Syrien oder und so weiter, auch die Ukraine, nichts davon hat eine derartige weltwirtschaftliche Dimension, dass es wirklich die Weltwirtschaft aus dem Takt bringen kann. Mhm. Und das okay. Ist unser Maßstab, wo wir in die Ampel nur eingreifen, dass es ein Ereignis sein muss, das die Weltwirtschaft aus dem Takt bringen kann. Und das hat zumindest in der Geschichte ein konventioneller Krieg nicht vermag. Viele würden jetzt sagen, hier sitzen sechs gut verdienende Menschen am Tisch, die sich nur darum mühen, wie sie Vermögen vergrößern können. Für viele sind sie der Wasserkopf der Wirtschaft. Was entgegnen Sie denen? Offen gestanden gar nicht, weil Gott sei Dank fragt mich das nie einer. Ich finde es gerade zu frech. Nein, also in Deutschland denkt jeder, er geht mit 18 in die Deutsche Bank, macht dort eine Lehre, dann wird er Prokurist und dann wird er irgendwann Abteilungsdirektor und mit 65 scheidet er aus und war dann zum Schluss B-Direktor mit einer Dattelpalme im Zimmer und zwei Armlehnen am Stuhl. Diese Welt ist auf jeden Fall vorbei. Davon kann man ausgehen. Das Wichtigste. In der modernen kapitalistischen Investmentgesellschaft hat es einen massiven Wechsel von Arbeit hin zu Investment gegeben. Man nennt das Finanzialisierung. Das sind ganz klare Elemente einer Kunstwelt, für die nur ein abstrakter Geldbetrag zählt, aber nicht die Lebensqualität vor Ort, bei den Menschen, bei den Märkten, in der Gesellschaft. Heute wird man reich, wenn man von seinem Kapital lebt, nicht von herkömmlicher Arbeit, nicht vom Schweiß seines Angesichts, wie man sagt, sondern wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort investiert. Thomas Klaus arbeitet seit 9 Jahren als Ingenieur bei Siemens, engagiert sich im Betriebsrat. Er könnte sich vorstellen, hier bis zur Rente zu bleiben, ob mit Dattelpalme oder ohne. Es gibt Mitarbeiter, die haben gelernt hier, die haben ihr ganzes Leben lang hier gearbeitet. Das ist hier ein Stück Familie, das ist nicht nur Arbeit, das ist ein Stück Familie, ein Stück Leben. Die Mitarbeiter und auch ich hängen sehr, sehr hier an dem, was wir hier tagsüber tun. Gemeinsam tun. Siemens hat zuletzt 6 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Aber im Oktober 2017 gibt es plötzlich Gerüchte. Angeblich machen Investoren Druck. Das Werk sei nicht zukunftsfähig. Damit käme das ganze Leben ins Wanken. Abgesichert ist eigentlich gar nichts. Also selbst der normale Alltag, das Wohnen in der Mietwohnung, das ist nicht abgesichert. Das ist abgesichert aktuell durch ein Einkommen. Und das steht gerade auf ganz, ganz wackeligen Beinen. Und das wird einem dann schlagartig bewusst, wenn die Situation so ist, wie sie jetzt ist. Ein paar Straßen vom Siemenswerk entfernt hat Christoph Gröner alle Mitarbeiter zur Weihnachtsfeier der Firma eingeladen. Gerade hat er hier diesen alten Postbahnhof gekauft. Erst fahren seine Frau Anja und die jüngste Tochter vor. Dann kommt der Chef. Heute wird es auf ihn ankommen, denn auch Gröners Mitarbeiter sind unruhig. Aus denselben Gründen wie Thomas Klaus. In den letzten Wochen gab es immer wieder Meldungen in der Finanzpresse. Investoren hätten 50% der Anteile am Unternehmen übernommen. Christoph Gröner.
Liebe Freunde, Familie, es ist schon beeindruckend, zwischen Ihnen stehen zu dürfen. Sie sind meine Motivation. Sie sind meine Kraft. Sie haben sich durch ein Schreiben von der Geschäftsleitung, vielleicht unterzeichnet von mir, davon überzeugen lassen, dass wir immer noch genau die Familie sind, egal wem die Anteile gehören und egal, wer da noch mitwirkt oder Ähnliches. Ja, wir machen Kapitalmarkt. Ja, wir müssen uns neu finanzieren. Ja, wir müssen uns neu aufstellen. Ich werde genau das Gleiche tun, in welcher Position ich Ihnen in Zukunft in der Verfügung stehe. Was wir bisher gemacht haben, eine verdammt geile und große Familie zu sein. Einen schönen Abend, vielen Dank. Irgendwann mal reichen die Bankstrukturen, die Finanzierungsstrukturen bei jedem Unternehmen nicht mehr aus, ab einer gewissen Größenordnung. Ich muss mich dem Wettbewerb, dem Kapital, ich muss mich der Auseinandersetzung mit den Finanzinstituten und so weiter stellen. Und habe ich das im Griff? Dann werde ich weiterhin an der Stelle sein. Habe ich das nicht im Griff, werde ich schneller abgewählt sein, als Sie es vorstellen können. Es scheint, als würde die Welt gerade durchgerüttelt vom ganz großen Geld. Ein Spiel, bei dem nicht viele mitspielen und erst recht nicht gewinnen können. Wenn aber die oben sich absetzen und die unten Angst vor dem Absturz bekommen, was macht das mit einem Land? Jetzt und vor allem in Zukunft. Wo ist die Mama? Frankreich? Ja, ich habe alles abgehakt. Das hier ist nur. Im nächsten Teil von Ungleichland, Christoph Gröner tut Gutes. Der Bolzplatz ist eröffnet. Einen armen Alten können Sie nicht mehr retten, dem können Sie die Umstände, in denen er lebt, mildern. Aber beim Jugendlichen oder beim Kind können Sie noch die Weichenstellung schaffen. Thomas Klaus will die besten Chancen für seine Kinder. Da können wir schon zur Schule gehen. Doch die heile Welt ist bedroht. Das Familienbudget, das Monatsbudget, wird unsere Wohnung, die wir jetzt haben, nicht mehr hergeben. Ja, es gibt auch Schulen in sozialen Brennpunkten, wo dann schon auf dem Schulhof das Thema Drogen ein Thema ist. Und ja, das versucht man natürlich schon zu vermeiden. Wo ein Kind zur Schule geht, wirkt sich massiv auf seine Chancen aus. Ich will Abitur machen, bei irgendeiner Automarke arbeiten. Kann in Deutschland jeder alles werden, wenn er sich nur anstrengt? Wir haben eines der schönsten Länder der Welt. Lassen Sie uns helfen, Chancengleichheit für die Kinder, Chancengerechtigkeit für die Kinder herzustellen. Das alles nächste Woche bei Ungleichland. Aber ich muss sagen, es war wirklich sehr, sehr beeindruckend.